Und Leute, weiter geht's mit Light of Wars. Den epischen Abschlusskampf, würde ich sagen. Andros wartet auf uns. Kacke, wir haben nur den Laser. Das ist scheiße. Oh oh. Star Wolf Team. Kacke. Oh oh, die werden. Oh verdammt, die werden kacke mit diesem Laser. Ja, ja, du mich auch. Wo ist er? Da ist er. Ja, die sind jetzt echt harte Gegner geworden. Besonders wenn sie sich hinter uns setzen, dann sind sie kacke. Ah, hier, Pigman, nimm Scheiße. Beinahe noch down gekriegt. Mist, 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 Mist. Einer ist hinter mir. Das ist bestimmt Wolf. Snippy, warte, ich helfe dir kurz. Wer bist du? Komm, geh down. Ja, ich komme, Falco. Hier müssen wir uns wirklich gegenseitig helfen, weil die sind echt übel. Komm schon. Und Looping machen, weil mich verfolgt zum Glück. Und er weicht nach links aus. Wo ist er hin? Da. Ja, Falco, verdammt nochmal. Bums. Ab. Das war super. Ja, ich habe ihn, Falco. Hier. Ja, sie haben tolle Schiffe, ich weiß. Oh mein Gott. Ich komme, Peppy. Oder ist schon wieder okay, oder was? Nee. Ja, ich weiß. Vor allem hast du einen besseren Laser als ich. Das finde ich nicht so toll. Es ist aber wahr. Der hat was gedroppt. Bloß was? Ich hab keine. Ja, das Ding hier. Toll. Besser als nix. Jetzt sind sie noch zu zweit. Hier, dieser Leon und Wolf selber. Was, du bist besser als ich? Das bezweifle ich, Wolf. Glaube ich nicht. Hier. Wo bist du? Wow, der wirkt ein übles Schiff. Verdammt doch. Ich will doch nur einen Laser haben. Wo sind sie jetzt wieder? Wow! Wow! Verdammt, jetzt rammt er mich auch noch. Wo sind sie? Da ist einer. Und der sitzt mir natürlich schon wieder im Nacken. Ja, die sind echt nie. Ach ja, sind nicht so schwer, aber auch nicht ganz leicht. Ah, mein Gott. Ja, sie haben die besseren Schiffe als wir, das ist leider richtig. Hä? Den habe ich doch vernichtet, oder nicht? Kacke. Wow. Da ist er, und? Komm schon. Nichts. Aber nicht mit mir, Freundchen. Nee, 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 nee. Aha. Energie bekommen. Also so ein Sternding und das ist sehr gut. Hab somit zwar kein Laser gekriegt, aber macht nichts. Wolf, komm her. Das ist ein Kampf zwischen dir und mir. Und er fliegt weiter nach rechts. Gut. Den habe ich, komm. Der Herr. Sein Überschiff. Man sieht ihn auch auf der Karte kaum. Teilweise sieht man ihn als schwarzes Schiff. Aber auf diesem Untergrund ist er kaum zu erkennen. Ja. Aber macht nichts. Ich verlasse mich eh nicht auf den Radar. Ich suche den lieber so, obwohl ich ihn kaum finde. Verdammt, wo ist er? Da ist er. Ja, er weicht sofort aus. Er verpisst sich sofort wieder. Und setzt sich hinter mich. Ja, ist klar. Rob könnte mir mal irgendwie einen Laser schenken oder so. Da ist er. Und nochmal einen Stern mitnehmen. Und weg. Ja, das ist mein Part, Leute. Ihr wisst es.
Ja, Leute. Ein weiteres Mal treffen wir auf Andros. Ob es genau gleich ausgehen wird, wie sonst auch. Ob er genau gleich einfach wird, ich weiß es nicht. Also ich weiß es, aber... Ihr seht hier, der Weg ist schon anders. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll, ich gehe mal nach links. Das ist ein verkacktes Labyrinth hier. Du beherrschst gar nichts hier. So eine Bombe. Nehme ich wieder den linken Weg. Ich habe immerhin den Doppellaser. Auch wenn es nicht der blaue ist, weil der blaue ist toll. Ja, das werden wir noch sehen, wer echt einen Schmerz fühlt. Und ich gehe rechts lang. So, und da ist das Loch und da wartet Andros auf uns. Hallo, du Spast. Ja, Leute, bei den letzten beiden Male, wo wir das Spiel beendet haben, wurde uns, wie gesagt, Andros hässliche Fratze am Endbildschirm angezeigt. Die Entwickler hätten quasi auch The End hinschreiben können mit einem Fragezeichen. Das wäre die andere Variante gewesen. Weil etwa... das macht es aus. Weil das andere, was wir da bekämpft haben, nach jedem Durchgang, das sah zwar wie Andros aus, ja. Aber ihr habt gesehen, es war ein Roboter. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass Andros bloß ein Roboter ist. Andros ist mehr. Wir werden auch gleich sehen, was er tatsächlich ist. Komm, komm, komm. Und so. Jetzt, Leute, passt auf. Er ist kein Roboter, nee. What the fuck bist du, Hässliches? Ja, Leute, das ist der wahre Andros. Der wahre Endboss in diesem Spiel. Der ist teilweise echt kacke. So, habt ihr gehört? Er hat seine Augen quasi nach uns abgeschossen. Wow, wow, wow. Die müssen wir jetzt als erstes zerstören. Und als kleiner Hinweis. Mein Gott. Kommt Andros selber nicht zu nahe. Weil ihr habt gesehen, seine beiden Tentakeln da, die machen extrem viel Damage, Leute. Das sage ich euch. Da müsst ihr echt aufpassen. Oh, ein Auge verfolgt mich. Dann eben zuerst das andere hier. Komm. Bums. Andros ist nahe bei mir und das gefällt mir nicht. Ja, natürlich würden uns auch diese Elektrostrahlen wehtun. Oh, 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 weg hier. Ja, diese Elektrostrahlen, die das Auge steuern. Ist klar. Ja, ja, wollte ich jetzt bloß mal zeigen. So, aber das eine Auge ist down und das andere folgt zugleich. Oh, 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 nicht zu nahe. Und? Wie sieht es an, verdammt? Bums. Hallo, Auge. So. Hast du nun davon. Und jetzt ist er dran. Jetzt hat er da unten... Oh, wow, man sieht nicht gut. Er hat da einen kleinen... Ja, wie soll man das nennen? Hier dieses Geschwür hier. Das müssen wir treffen. Wow, 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 wow. Wie gesagt, ihm selber, wenn möglich, nicht zu nahe kommen. Es sei denn, er teleportiert sich weg. Dann ist es nicht mehr so... So schlimm. Da wollte ich jetzt kein Risiko eingehen, weil, wie gesagt, er macht massig Damage, wenn ich da in seine Tentakeln... Verdammt, verfolgt mich nicht. Ja, wenn ich da in seine Tentakeln reinfalle, macht extrem viel Damage. Und jetzt habe ich ihn am Arsch irgendwie. Muss ich ihm irgendwie geschickt ausweichen. Hier mal Boost geben. Kacke, er ist viel schneller als ich. Okay, du willst es so haben? Dann kannst du es so haben. Au, ja, genau das, genau das, genau das. Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen. Kacke, kacke, kacke. Verdammt nochmal. Seht ihr, wie viel der... Er ist genau hinter mir. Ey, verpiss dich. Ja, jetzt habe ich ihn am Arsch. Genau das sollte man verhindern. Scheiße. Ihr habt gesehen, was der mir abzieht an Damage. Das ist abartig. So, versuchen wir jetzt mal auszutricksen. Und
So. Gut, jetzt, ja. Hat irgendwie gar nichts gebracht. Ganz eben nochmal. Jetzt. Über ihn hinwegfliegen und jetzt habe ich Abstand. Rumziehen und feuern. Wo ist der da? Ah, zu wenig Damage gemacht. Zu wenig Damage gemacht. Komm her, du. So, jetzt wieder wenden und dann haben wir ihn wieder vor uns. So funktioniert das nämlich. Ja, weil ich jetzt den Laser nicht mehr habe, ist der Kampf, ja, ein bisschen schwerer als sonst. Weil mit dem Laser würde ich mehr Damage machen und, ja, wäre grundsätzlich kein Problem mehr. Verdammt! Nein. Ja, sonst wäre der schon lange tot, echt. Es war bloß dumm, dass ich mich da habe treffen lassen. Ansonsten wäre der schon lange K.O., wirklich, Leute. So. Aber wenn ich ihn jetzt so halten kann, dass ich ihn immer genug verbunde, wenn ich ihm entgegenfliege, was ich aber nicht kann, verdammt. Er verschwindet nicht. Weil ich zu wenig Damage mache. Oh, Leute. Yes, endlich. Was willst du damit sagen? What the? Was ist jetzt? Wir sind gestorben oder was? Hallo? Don't ever give up, my son. Wer ist das? Father? Wer ist das? Okay, wir sind noch am Leben, aber wer zum Teufel ist das da vorne? Follow me, Fox. Es sieht aus wie ich. Es ist mein Vater. Mein Vater ist hier. Aber wie geht das? Mein Vater ist doch gestorben. Aber immerhin zeigt er mir jetzt, wohin ich fliegen muss, weil wenn ich hier den falschen Weg gehen würde, dann wäre ich Geschichte. Und er ist viel zu schnell. Ich kann ihm gar nicht gut folgen, besonders nicht, weil mein Schiff so am Arsch ist. Ich muss hier immer wieder den Boost einsetzen, um ihm irgendwie folgen zu können. Vertraue deinem Instinkt, Fox. Ja. Ja, tu ich doch. Hier entlang. Gut. Dann links. Warte doch auf mich. Nach links, gut. Ja, und da vorne ist der Ausgang. Ich gebe Stoff. Ich versuche mein Schiff irgendwie halbwegs gerade zu halten, aber es geht nicht. Weil ein Flügel weg ist. Danke. Jetzt aber raus hier. Oh, Leute. Es ist geschafft. Mission Nummer 7 erfüllt. Und zwar mit dem richtigen Endboss. Oh, ich lege mein Gamepad um. Ja, ich bin okay, danke. Nee, jetzt ist erstmal Pause angesagt. Ja, und wir sehen uns um. War das wirklich unser Vater? Hä? Was? Ach, nichts. Schon gut, vergesst es. War das eine Einbildung? Oder war das tatsächlich unser Vater? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Andros ist endgültig besiegt. Ja. Und Abspann. Und da es das letzte Mal ist, werde ich auch den Abspann drin lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den überspringen. Viel werde ich wahrscheinlich nicht mehr sagen, aber doch noch ein paar abschließende Worte. Das muss sein. Ja, und ein Abschluss gehört eben zum Spiel, deswegen ist klar. Ja, Light Wars, Leute. Ich habe das Spiel früher sowas von geliebt. Ich habe es wirklich gesuchtet, könnte man sagen. Und auch jetzt, nach all den Jahren, wo ich es wieder mal durchgespielt habe. Es ist Hammer. Es ist echt geil. Und da oben fliegt übrigens Cat vorbei. Ja, ich finde, es hat echt was. Auch, ja, mit diesen Crewmitgliedern. Es sind nicht so stumpfe Menschen hier. Nein, es ist ein Frosch, ein Falke, ein Hase und ein Fuchs.
Ja, haltet davon, was ihr wollt, aber ich find's cool. Ich finde, das macht das Ganze noch einen Funken sympathischer irgendwie. Und ja, Schwierigkeit. Wenn man das Spiel kennt, ja, dann ist es ein Klacks. Dann ist es eigentlich leicht. Außer man stellt sich so dumm an wie ich ein-, zweimal. Aber ansonsten, leicht. Es sei denn, man ist wirklich darauf aus, alle Medaillen zu holen. Dann ist es echt schwer. Dann kommt es oft vor, dass man Planeten schafft und sagt, nein, bitte noch einmal. Und man verbraucht wirklich teilweise extrem viele Bomben, wenn man genug Abschüsse haben will. Man muss sie wirklich getimed einsetzen. Hat man jetzt gesehen bei mir bei Area 6. Dass ich da wirklich auf eine Horde-Gegner gewartet habe und dann die Bombe abgeben habe. Weil Kombos und so, ich hab's euch erklärt, das gibt mehrere Abschüsse. Beziehungsweise mehr Hits, ja, wird da angezeigt. Ja. Wenn man alle Medaillen sammeln würde, würde man noch irgendwie einen extra kriegen, einen Zweispieler-Mode, also einen Battle-Mode, sag ich mal. Glaube ich, könnte man das U-Boot spielen, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und, ja, nicht weltbewegend ist auf jeden Fall. Deswegen lege ich jetzt hier auch keinen Wert darauf. Und mittlerweile sind wir auf Corneria angekommen. Da vorne steht unser General, General Pepper, der noch ein paar abschließende Worte sagen möchte anscheinend. Dann hören wir ihm halt mal zu. Starbuck, we are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian Army. Oh no, sir. We prefer doing things our own way. Oh. Great Box is ready to go. Okay. It's time for us to go now. Na dann, auf geht's. Und da oben sind wieder zwei so hässliche Grafikfehler, diese roten Balken da, die müssten nicht sein. Nun ja, solange es nur da oben ist, ne, da kann man damit leben, finde ich. Ja, unser Team. Star Fox Team. Seht doch mal, wie die rennen. Mein Fox und Falco, okay, total heldenhaft. Dann Peppy. Wartet auf mich. Da hinten Sleepy. Ich bin noch nie gerannt. Ich weiß nicht, wie das geht. Nee, wie wenn der... Ich weiß nicht. Wenn er keine Kniegelenke und Ellbogengelenke hätte, hallo? So kann man doch nicht rennen. Aber von mir aus. Er ist... Ja, er fliegt halt lieber, ne? Ist klar. Und da, die Great Fox. Zum abschließenden Bild muss die natürlich auch noch da sein. Beim Sonnenuntergang, Aufgang. Wobei, das ist bestimmt nicht mal die Sonne, das ist irgend sonst ein heller Planet, weil wir sind ja nicht hier in unserem Universum, nein, wir sind hier im Lylat System. Aber ich find's toll. Kann es sein, dass Lippy immer irgendwie mehr Abstand zu den anderen kriegt? So, das war's auch gleich mit dem Abspann. Und auch die Musik finde ich irgendwie episch, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, die hat echt was. Besonders jetzt der letzte Teil hier, diese... Ja, genau das. 1997. Nintendo. Und jetzt steht Ende. Die Fresse von Andros ist nicht mehr zu sehen, weil wir haben ihn endgültig besiegt. 1261 Treffer ist nicht weltbewegend, aber es ist okay. Ja, nicht schlecht. Gut. Leute, das war's mit Lylat Wars. Ich hoffe, mein Let's Play dazu hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschö, tschö.